Ihr habt Angst, dass ihr mit einer Nabenschaltung wie der Nexus oder Enviolo liegen bleibt wegen platten Reifen und dann nicht mehr weiterkommt. Die Angst ist unberechtigt. Hier zeige ich euch, wie ihr das Ganze unterwegs selbst lösen könnt. Ja, viele Kunden haben Angst, dass sie, wie gesagt, dann mit dem Schaltzug, vielleicht auch noch mit dem Riemenantrieb, wenn wir das hier gleich sehen werden, dann unterwegs stehen und kriegen das Hinterrad dann nicht rein oder die Schaltung nicht raus, wenn der Reifen hinten zu wechseln ist. Und das ist, wie gesagt, an sich gar nicht so kompliziert. Ich zeige euch jetzt mal hier an zwei verschiedenen Rädern. Einmal mit einer Enviolo-Schaltung, die hat zwei Schaltzüge, und an einer Nexus 5-Gang-Schaltung, die hat einen Schaltzug, wie ihr das einhängt und aushängt. Und das Ganze mache ich auch ohne Werkzeug, außer natürlich die Radmuttern zu lösen mit einem 15er Schlüssel in dem Fall. Aber ansonsten braucht ihr kein Werkzeug dafür. Das geht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl relativ gut selbst zu lösen. Wir fangen mal an mit der Enviolo-Schaltung hier an einem HNF XD3. Die meisten haben ja Angst davor, das Hinterrad rauszunehmen, damit die Riemenspannung in dem Fall jetzt nicht mehr passt. Wir müssen also hier nur die Radschrauben öffnen, das ist links und rechts logischerweise. Und bei der Enviolo, da gibt es die Besonderheit, dass die ja zwei Züge hat. Also ein Zug hier, der von unten kommt, und dann der andere, der hier oben eingesetzt ist, sehen wir gleich schon mal im Detail, der dann von oben kommt, und mit dem wird das hin und her gemacht. Der eine schützt den anderen, das heißt, wenn ich hier diese Klammer aufmache, dann habe ich auch den Zugang zu dem oberen. Den kann ich einfach mit leichtem Druck nach hinten rausziehen. Und wenn ich jetzt hier diese Spannung einfach ein bisschen minimieren will, schalte ich vorne am Griff das Ganze ein bisschen nach vorne. Dann entlastet sich der eine Zug, der andere, der untere, der zieht sich rein. Und jetzt habe ich hier einfach Platz, den kann ich nach oben rausnehmen. Das geht nur in der Position, weil dieser Nippel hier am Ende, der hat so zwei abgeflachte Seiten, und deswegen muss man die im Prinzip so auf 12 Uhr drehen, und dann kann man die nach oben rausnehmen und nachher auch wieder ganz einfach anlegen. Also ihr seht, erstmal, ihr braucht kein Werkzeug außer diesen 15er Mautschlüssel. Damit löst er das jetzt hier links sowie auch rechts. Und in dem Moment, wo er das Hinterrad jetzt entlastet, entweder stellt er das Rad auf den Kopf oder auf den Ständer, wie ich hier, und kippt das zur Seite, ist auch der Riemen entlastet. Den könnt ihr jetzt einfach abnehmen und müsst nachher nichts mehr einstellen, weil beim Wiedereinsetzen das automatisch wieder in die richtige Position rutscht. Guckt beim Wiedereinsetzen, also jetzt habt ihr natürlich, oder jetzt wechselt ihr gleich euren Schlauch, ne, dass oben diese Nippel, da setzt ihr nachher die Züge wieder rein. Jetzt habt ihr den Schlauch gewechselt. Setzt das Hinterrad erst wieder den Riemen auf, ganz wichtig, bevor er Spannung aufbaut. Dann hier unten gucken, dann setzt er das Rad wieder in die Führung rein, also in den Hinterbau. Und dann schraubt er das ganz normal wieder zu. Dabei bitte das Rad gerade auf den Boden stellen, nicht auf dem Ständer das zudrehen, sonst wird das Rad eventuell schief. Und jetzt müsst ihr einfach nur wieder diese Zughüllen, die ich eben gezeigt hatte, die obere und die untere Führung, in diese schwarze Führung einsetzen. Das sehen wir jetzt hier, das ist der untere, der kommt jetzt hier wieder in diesen unteren Nippel rein. Da setzt er das rein, das schnappt automatisch ein, dann kann man diesen Zug hier schon nach vorne ziehen, aber es muss hier erst der obere Zug eingesetzt werden, also auch den in diese Zugführung hier reinsetzen, gucken, dass es gerade in diesem Kanal verläuft, dann auf 12 Uhr stellen, damit diese zwei abgeflachten Seiten zur Seite stehen, eventuell wieder den Zug ein bisschen entlasten, dann habt ihr hier Platz. Und wenn ihr jetzt vorne am Zug wieder zieht, dann wird der untere dann im Prinzip freigegeben. Also ihr seht das hier, der hat mehr Spiel. Und jetzt könnt ihr den auch wieder ganz gerade in der Führung hier mit sanfter Gewalt, der ist also wirklich ein kleines bisschen kürzer, das muss so sein, dann da reinhebeln, dann klackt er ein und dann klickt er den nach unten und schon habt ihr das Rad an sich gewechselt. Ihr seht, das ist nicht so kompliziert, auch mit diesen zwei Schaltzügen das Ganze ein- und auszuhängen. Und dann gucken wir uns jetzt mal das Ganze an, wie das bei einer Nexus mit einer 5-Gang-Schaltung funktioniert. Das ist ähnlich zu einer 8-Gang-Schaltung. Da gehe ich dann jetzt gleich auf das Detail auch nochmal ein. Der Unterschied bei der 7- und 8-Gang-Schaltung gegenüber dieser 5-Gang ist einfach nur, dass der Zug bei der 5-Gang-Nexus von oben kommt und wir haben immer nur einen Zug, das ist bei allen Nexus-Schaltungen so, und bei der 7- und 8-Gang-Nexus-Schaltung, da kommt der Zug von unten. Ihr werdet also nachher einfach wieder nur den 15er Mautschlüssel brauchen.
Hier sehen wir, wie der Zug da eingeführt ist bei einer 7- und einer 8-Gang-Schaltung, also von unten in die Zugführung und dann wird er hier oben eingehakt. Und das ist, wie gesagt, jetzt hier bei der andersrum, aber das technische Prozedere ist das gleiche. Der hat also so ein bisschen Spannung und schnappt in diese eine Richtung. Damit ihr euch ein bisschen Platz verschaffen könnt, damit ihr diesen Zug hier rausnehmen könnt, einfach ein bisschen runterschalten. Dann habt ihr hier oben so eine Zugführung, das ist so eine Haltenase, den rausmachen. Und auch hier wieder das Ganze ein bisschen drehen, diese Schraube, die ihr habt, weil auch hier diese Einkerbung oder diese Führung vorhanden ist an den Seiten mit dem flachen Stück. Deswegen müsst ihr das im Prinzip so ein bisschen spannen, damit ihr da Platz habt, das Ganze rauszunehmen. Dann wechselt ihr euer Hinterrad, genauso wie vorhin auch. Und dann müsst ihr auch wiederum nur diesen Spannhebel nach oben drücken, damit ihr da Platz habt. Und jetzt wieder darauf achten, dass diese Einkerbungen an der Seite hier so reinrutschen. Und wenn ihr dann loslasst, dann ist eure Schaltung, wenn der Zug hier schön gerade in der Führung fährt, schon wieder komplett eingebaut. Also das Prozedere genau das gleiche, Zug entlasten, Radmuttern öffnen, Platten wechseln, einsetzen und das Ganze ist erledigt. Ihr seht, das ist zu bewerkstelligen, auch ohne große handwerklichen Vorkenntnisse. Ihr braucht den 15er Schlüssel dazu und dann geht das bei diesen Armschaltungen an sich relativ gut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Channel, drückt auf die Glocke, damit ihr auch dann Infos kriegt, wenn ein neuer Film kommt. Und bis dahin, alles Gute!